Leider ja. Die Antwort liegt auf der Hand. Wir Menschen können ja nichts glauben, was wir nicht sehen oder nicht wahrnehmen. Wenn du mit Menschen jetzt über Spiritualität redest, Esoterik, über Energien, über Geister oder weiß was ich was sie sagen, meisten sagen, glaube ich dir nicht, habe ich nie gesehen, weiß was ich was. Gibt's Aliens, habe ich nie gesehen, glaube ich dir nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich es glaube, ne? Aber mal nur als Beispiel einfach, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So, das bedeutet, wenn du jetzt hinkommst, ganz normal jetzt, so wie du jetzt gerade aussiehst, weißes T-Shirt, grüne kurze Hose und Flipflops, na, und sagst dem, hör mal zu, ich bin erfolgreicher Unternehmer, ich habe eine eigene Agentur, na, und ich kann dir dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen. Dann guckt er dich an und denkt sich zuerst, ich weiß nicht, sieht irgendwie eher so aus, als ob du dir nicht mal einen Haarschnitt leisten kannst. Wie zum Teufel willst du mir dabei helfen, mehr Kunden für mein Geschäft oder sonst was zu gewinnen? Wenn du jetzt in einem Porsche vorfährst, wenn du in einem Mercedes vorfährst, wenn du irgendwie eine Rolex zum Beispiel trägst, ja, oder du trägst irgendwie ein anderes Statussymbol, also etwas, was Geld kostet, etwas, wo jemand anderer, der Ahnung davon hat, verifizieren kann mit seinen Augen, dass das echt ist und damit in seinem Kopf baut, der muss ja irgendwas richtig machen, weil es kauft sich ja nicht jemand, der nichts drauf hat, einfach so eine Uhr oder so ein Auto oder sonst was. Im ersten Moment, auch wenn es geliehen sein könnte oder geklaut sein könnte oder sonst was, im ersten Moment ist ja der Gedanke, okay, also ich gebe dem mehr Wertigkeit, ich gebe dem mehr Wahrheitsgehalt, dem, was die Person mir da gerade sagt. Na, und wenn man sich dann natürlich kennt, das ist wieder was anderes, aber fremde Leute schenken dir natürlich mehr Glaube, wenn du mit Statussymbolen rausgehst, weil Statussymbole ist im Prinzip der materialisierte Erfolg. Und Menschen können ja auf jedes Statussymbol eine gewisse Zahl setzen, wo sie sagen, das müsste es ungefähr sein. Und anhand dessen können die ja sagen, ah, so erfolgreich wird er ungefähr sein. So, und dann kann ich dem ja mehr glauben, weil dann muss das ja stimmen. Ja, und das ist leider so. Und deshalb glaube ich schon, dass das häufig noch wichtig ist. Es gibt natürlich gewisse Berufe oder Branchen, wo Leute dich dann, glaube ich, eher nicht mögen dafür. Ich glaube, wenn du jetzt bei Handwerkern irgendwie mit einem Ferrari vorfährst, dann werden die dir vielleicht keinen Auftrag geben, na, weil die sagen, ey, keine Ahnung, ob der jetzt unser Geld unbedingt braucht und so. Und wir sind hier hart am Arbeiten und jetzt kommt er hier im Ferrari und so weiter angefahren. Ich kenne auch Immobilienmakler, die sagen mir, dass die irgendwie Porsche fahren, aber zu den Besichtigungen kommen die dann halt immer in so einem VW abgefahren oder sowas, damit die Kunden von denen halt nicht denken, dass die jetzt hier den fetten Reibach machen, wenn sie die Vermittlung machen mit denen oder ähnliches. Das ist halt schon spannend, in was für einer Zeit wir leben.